Rund 3500 Gäste verwandelten am Faschingsmontag bei der Rudolfinerredoute die Wiener Hofburg in den größten Maskenball der Stadt. Maskenbälle gibt es in Österreich seit Jahrhunderten, seit der Barockzeit, und ich finde es irgendwie cool. Ja. Sie sind heute gar nicht maskiert. Nein, mein Kostüm ist schon 900 Jahre alt, ja, das passt immer. Die Herren tragen bei den Maskenbällen nie eine Maske, das Geheimnis hüten immer die Damen. Ja, man kann sich verstecken natürlich auch. Und ein bisschen schlechter sich benehmen. Ich glaube, Masken sind nicht immer ein Versteck, sondern zum Beispiel auch in der Faschingszeit kann es auch was Befreiendes sein. Glauben Sie, dass Politiker generell Masken aufhaben? Natürlich haben Politiker ab und zu eine Maske auf. Das ist notwendig, nicht nur im Fasching. Schlimm wird es nur, wenn sie dann demaskiert werden. Man bemüht sich, freundlich zu sein. Vielleicht wird das manchmal zur Maske, aber ansonsten glaube ich, ist es nicht anders als bei anderen Menschen. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem, glaube ich, dass man irgendwie immer weniger sein wahres Ich zeigen kann. Auch, weil das auch, glaube ich, gar nicht so gewollt ist manchmal. Aber dann gibt es doch wieder Leute, die mutig sind und irgendwie für ihr Ich dastehen. Ne? Also ich stehe jetzt schon auf einem Stufchen, aber wenn ich runterkomme, ist es perfekt. Es geht um die